Schmeiß einfach etwas in die Fresse und lauf weg. Wo liegt das Problem? Ach so ein Geschmarre, wenn ich so ein Geschmarre höre. Kampfsport, der macht das nicht, Kampfsport, der macht nach dem Kampfsport, der muss dreimal vorfahren. Was für ein Schwachsinn. Wenn dich jetzt jemand mit dem Messer abstechen möchte, willst du dann noch mit dem rumdiskutieren? Du, ich bin Kampfsport, der macht das nicht und so. Und was sagt er? Ist mir scheißegal, was du bist. Da sticht er dich ja schlecht ab. Es gibt Anwälte. Rette erst einmal dein Leben oder dein je nach Situation, beides ist effektiv. Weil man mit allem. Die haben kein Wissen darüber. Was weiß ich, da gibt es Erdos-System, das System, dieses System, Haussystem, Krückensystem. Keine Ahnung. Autos. Es gibt so viele tausend Systeme. Wichtig ist, was du daraus machst. Es sind alle Faktoren wichtig. Du brauchst Kraft, du brauchst Geschwindigkeit, Koordination, Reflexe, Timing. Ja, früher habe ich sehr viel gemacht, aber jetzt mittlerweile fast nicht, nur wenn es sich lohnt. Um 100.000 Meilen. Wir haben keine Kämpfe, weil wir keine scheiß Regeln haben. Kapiert ihr es endlich? Wir haben keine Regeln. Das bedeutet, ich gehe in die scheiß Augen rein. Ich hol deine Augen raus. Ich gehe in deine scheiß Kehle rein. Ich hol deine scheiß Eier raus. Was redet ihr? 100.000 Mal zeige ich euch. Vergleicht es sich mit Kampfsport. In Nürnberg. Das sind ja ganz andere Sachen. Also solche Sachen zu. Allein aus Respekt schon würde ich über Tyson nicht reden. Okay? Und dass man so. Solche Fragen beantwortet man nicht. Ja, wenn es um dein Leib, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn du im Recht bist, es ist wichtig, dass du im Recht bist. Ja, wer weiß. Mohammed Ali, seine Zeit war eine andere Zeit. Von Mike Tyson, die Zeit ist eine andere Zeit. Zu vergleichen, das ist falsch. Jeder war auf seine Art sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr stark. Aber ihr müsst auch bedenken, wenn man jetzt wenn ich solche Sprüche höre, ja, wenn der Tyson jetzt kämpfen würde, dann hätte er keine Chance. Warum soll der Tyson kämpfen? Der Tyson hat es schon bewiesen. Warum soll er sich das noch antun? Der Mann ist eine Maschine und bleibt eine Maschine, fertig aus. Meinst du, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich werde jetzt 46. Meinst du, ich habe jetzt so viel Luft wie ein 20-Jähriger? Habe ich nicht, aber ich bin schlauer geworden. Mein Kampfsystem hat sich weiterentwickelt. Die Leute werden nicht jünger, die Leute werden älter. Warum soll ich MMA kämpfen? Was machst du mit 50, wenn du 50 bist oder 46? Wie soll ich jetzt mit 46 in einen Käfig reingehen? Okay, da hat mich jetzt auf den Boden geholt. Jetzt stell mal die scheiß Wörter, was ich dir sage, stell dir mal jetzt vor. Mach einfach die Augen zu. Ich bin jetzt im Käfig. Okay, wir kämpfen. Er ballert, ich. Er gibt mir eins, ich gebe ihn an. Irgendwas sind am Boden. Okay, jetzt sind wir am Boden. Meinst du wirklich, der kann die Hebel, was im Training lernt, bei mir einbauen, bis er einen Hebel einbaut? Entweder habe ich seinen Penis abgebissen, seine Augen rausgeholt oder irgendein Organ rausgeholt. Ihr müsst jetzt schon unterscheiden können, was ist. Ich mache auch MMA, aber ich mache die Straßenversion von MMA. Nein, ich gebe mein Training. Ja, wenn es organisiert wird, komme ich. Aber organisiert, Leute, frag mich nicht mehr nach Seminar, organisiert einfach, dann komme ich.
Lehrkraft. Keiner nimmt mich. NTV, RTL, RTL 2, Pro7. Sat 1. Keiner hat mich genommen. Weil die ja ein Scheiß zeigen im Fernsehen, was der Realität nicht entspricht. Das ist Volksverarschung. Jetzt habe ich denen geschrieben, dass sie mich mal einladen sollen, dass ich das vielleicht ein bisschen erkläre. Geschweige, mich einzuladen, die haben ja nicht einmal geantwortet. Der, wo Beziehungen hat zum Fernsehen, der soll sich bitte drum kümmern. Natürlich hat er unseren Respekt. Jeder, der wo trainiert, jeder, der wo auf sich was macht, hat meinen Respekt, ganz einfach. Letzten Endes macht er ja etwas dafür. Man kann so reden oder so reden. Jetzt musst du, der, wo die Frage stellt, oder die, wo die Frage stellt, was machst du selber, was machst du selbst? Wenn man über andere Leute lästert, dann sollte man erst einmal mit sich selber anfangen. Was machst du selbst? Tust du schwitzen? Gehst du in den Gym? Tust du jeden Tag trainieren? Gehst du in die Kämpfe rein? Kriegst du ein paar auf die Schnauze? Der Manuelcher macht es. Also sollte man Respekt haben von solchen Leuten. Natürlich, nicht jeder boxt gleich, jeder hat einen anderen Stil. Aber bevor man über Menschen redet, die sich wirklich tagtäglich abrackern und trainieren, schwitzen, bluten, man sollte von denen den größten Respekt haben. Jeder labert, jeder redet, jeder dies. Der Mann trainiert in Marokko, 40 Grad, 45 Grad. Geht und trainiert mit seinem Bruder tagtäglich. Die schwitzen, die bluten, die schreien, die haben Schmerzen. Die trainieren für diesen Kampf, ohne Erbarmen, ohne Rücksicht auf die Gesundheit. Die gehen nicht weg, die gehen nicht irgendwo Shisha rauchen, 10 Stunden bis 2 Bekloppte. Und warum? Warum sollte man jetzt über solche Leute schlecht reden? Warum? Wenn ihr so gut seid, dann geht doch in den Scheißkäfig rein. Der Mann hat es erreicht. Ich gönne es ihm. Er soll 1 Millionfach nochmal mehr erreichen, weil der Mann was tut. Ob du mit ihm klarkommst oder nicht, hier ist es nicht, das ist nicht dieses Problem, das ist nicht das Problem. Ich sehe ihn jeden Tag im Gym, er trainiert. Was macht ihr? Fernseher einschalten, einfach blöde Kommentare geben und blöd umeinander reden. Wenn ihr so gut seid, dann geht selber mal in den Scheißkäfig rein. Jemand sieht, dass er dich abstechen möchte. Kein Mensch kommt so. Die fuchteln umeinander mit Aggression. Jetzt versuch mal zu entwaffnen, wirst du nicht schaffen. Schmeiß einfach was in die Fresse und lauf weg. Wo liegt das Problem? Ich werde nie zuschlagen. Es sei denn, es geht um meine Familie. Dann kann ich ein Testament machen für dieses Leben. Ich bin ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ich bin ein sehr, sehr zufriedener Typ. Aber man sollte gewisse Sachen auch unterlassen. Es kommt darauf an, ob du privat, wo er trainiert, ist wichtig, bei wem er trainieren möchte. Jetzt bei dir zum Beispiel, also wie lange braucht man durchschnittlich fit zu sein? 70, 80 Stunden privat, da ist er sehr fit. Die, wo kämpfen, sind alle gut. Eine einfache Rechnung. Die Leute trainieren, die Leute kämpfen alle. Alleine im Ring zu stehen, brauchst du schon Eier. Deswegen sind die alle für mich gut. Die heutige Jugend, die haben null Respekt, null Toleranz. Alleine wenn der Vater schon reinkommt, stehen die nicht auf. Wenn ich schon sehe, wie sie mit ihren Eltern reden, wenn ich sehe, dass Vater und Sohn auch Freund machen, der Vater ist ein Vater, der Sohn ist ein Sohn. Es muss diese Distanz geben, genauso wie bei Tochter und Vater. Nummer 1, wenn mein Vater jetzt immer noch reinkommt, dann stehe immer noch mit meinen 46 Jahren auf. Das ist Respekt. Man muss immer Respekt haben. Respekt macht jede Tür auf. Aber wenn du respektlos bist, geht jede Tür irgendwann zu. Wenn ich schon die ganzen Sprüche von dir höre, wie sie mit ihren Eltern reden, wie sie ihre Eltern behandeln, was ist das?